Hallo und herzlich willkommen zu den Radio 1 Filmen dieser Woche. Los geht es natürlich mit dem 8. Star Wars Film, Die letzten Jedi. Als ich dich fand, sah ich Ruhe, ungezähmte Macht. Und darüber hinaus etwas wirklich Außergewöhnliches. Über die Geschichte dieses Films muss ich Ihnen nicht viel erzählen, nur so viel. Die Rebellion geht weiter gegen die dunklen Kräfte, gegen die Zerstörung des Universums. Wichtig ist hier vor allem die Machart, sind die lebensprallen, wirklich sehr liebenswert gezeichneten, absolut glaubwürdigen Figuren, ist der wunderbare Humor, der noch stärker ausgeprägt ist als in dem Vorgängerfilm. Wir haben ja hier die große Leistung, zum einen den Mythos zu bedienen. Wir wollen natürlich das wiederentdecken, was wir an Star Wars lieben. Zum anderen aber eben auch den Mythos zu unterlaufen, ihn vielleicht manchmal ironisch zu brechen, mit vielen schönen Einfällen, mit sehr liebevollen Details. Mir hat ganz besonders der Bügelroboter zum Beispiel gefallen. Aber der Film ist vor allem eine große Liebeserklärung an die unvergessene Carrie Fisher. Ihr ist dieser Film auch gewidmet und ihr widme ich die hochverdienten 4 Filmrollen für die würdevolle Fortsetzung des Star Wars Mythos. Und? Und am nächsten Morgen hatte ich das Gefühl, unglaublich glücklich zu sein. Ich fand mein Leben sowas von außergewöhnlich. Und am Morgen danach habe ich das komplette Gegenteil gedacht. Isabelle ist eine erfolgreiche Malerin in Paris, eine kraftvolle, energiegeladene, aber auch eine suchende, oft verzweifelte Frau, die die große Liebe noch nicht gefunden hat. Deshalb probiert sie ständig neue Männer aus, und zwar aus ganz unterschiedlichen Schichten. Den fiesen Banker hat sie, aber auch den grundehrlichen Arbeiter und dazwischen noch viele andere Männer. Es ist die erste Komödie von Claire Denis, eine berühmte französische Regisseurin, die hier mit einem ganz leisen Humor erzählt und sich natürlich ganz verlassen kann auf das wunderbare Spiel ihrer großartigen Hauptdarstellerin, auf Juliette Binoche, die wirklich alle Facetten dieser Frau zeigt, diesen enormen Gefühlsreichtum, aber vor allem auch diese enorme Sinnlichkeit. Am Schluss dieses sehr schönen Films gibt es dann noch mal einen wunderbaren Auftritt von Gérard Depardieu. Nur ganz kurz ist er, aber er wuchtet eine Figur hin, die man niemals vergessen wird, ein Wahrsager, der endlich genau das versteht, was in Isabelle passiert und ihr einige schöne Ratschläge gibt für ihr Liebesleben, und die kann man aus dem Kino getrost mitnehmen. Auch für diesen Film gibt es 4 Filmrollen. Guten Morgen, Benjamin. Wie geht's? Hat er gut geschlafen? Hoch mit den Jalousien. Hier kommt Nummer 1. Und da ist sie, die Sonne. Die habe ich gestern bestellt. Mein Name ist Jean-Marie. Ich bin einer der Pflegehelfer, die dich am Morgen versorgen. Grand Corps Malade, also großer, kranker Körper. Das ist der Künstlername eines in Frankreich sehr bekannten Rappers und Slammers, der hier seine eigene Geschichte erzählt. Er hat diesen Film inszeniert zusammen mit seinem Freund Mehdi Idir und erzählt wird von einem jungen Mann, also von ihm selbst, der bei einem Badeunfall so schwer verletzt wurde, dass er vollkommen gelähmt war. Wir sehen nun, und zwar gespielt von Pablo Poli, sehr überzeugend, ein Jahr im Leben dieses jungen Mannes im Krankenhaus. Es ist der schwere Weg der Erkenntnis, irgendwann zu begreifen, ich werde mich nie wieder ganz normal bewegen können. Ich muss mit dieser Behinderung leben. Und die Stärke des Films besteht darin, dass wir zum einen die Gemeinschaft der Leidenden dort kennenlernen, die aber mit sehr viel Witz, auch mit sehr viel Selbstironie ihr Schicksal angehen. Und dass wir begreifen, dass er es wirklich geschafft hat, in diesem Jahr von einem Objekt der Pflege zu einem selbstbestimmten jungen Menschen wieder zu werden. Ein mutmachender Film, der von mir 4 Rollen bekommt, also erneut 4 Rollen heute. Und dies war es auch schon wieder mit den Radio 1 Filmen dieser Woche. Noch mehr Kino gibt's jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.